Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Koppelt und unser Thema heute die Verwendung von Mini-Apfelbäumchen im Garten. Meiner Meinung nach gibt es zwei wichtige Tendenzen im modernen Garten. Die erste ist, der wird kleiner und damit zusammenhängend die Grenzen verschwimmen. Man hat nicht mehr hier den Ziergarten und hier den Nutzgarten, sondern es verschwimmt. Es wird überschritten, es wird zusammengepflanzt. Eine schöne Verwendung sehen Sie hier. Sie sehen Mini-Apfelbäumchen, hier Sally. Hier die noch etwas kleinere Lilly in einem Staudenbeet mit Rosen und mit Buchs. Warum nicht? Die wunderbare Zierpflanzen, die jetzt natürlich am Blühen nach Früchte tragen, dann die reifen Früchte dran, was könnte schöner sein? Sally und Lilly, hier etwa im dritten Standjahr, tragen regelmäßig Früchte, werden im Endausbau vielleicht einen Meter 50 hoch, sind also genau das Richtige, um in so ein Stauden- oder Buchsbeet oder Kräuterbeet reingepflanzt zu werden. Also warum nicht die Grenzen überschreiten, die Kategorien durchmischen und damit Ihrem Garten einen ganz neuen Charakter geben, auch spannende Kombinationen zu probieren, die Sie früher, die Ihre Eltern, Ihre Großeltern früher gar nie probiert hätten. Der Nutzgarten jedenfalls hat eine neue Berechtigung gefunden, indem er eben auch seinen Ziercharakter zeigt und zusammen mit Zierpflanzen gepflanzt wird. Sally und Lilly übrigens sind sehr gute Äpfel. Im Hintergrund bei ihren Eltern haben wir Delbar Jubilee und Resi, zwei sehr gute Äpfel. Sie sind schorfresistent, müssen also nicht gespritzt werden. Sally ist die eher säuerliche Schwester und Lilly ist die süßliche Schwester. Lilly, wie gesagt, etwas kleiner, kompakter als Sally, die ein bisschen größer wird. Aber diese beiden Apfelbäumchen stehen schon 3 Jahre an diesem Standort. Das waren ein paar Ideen zur Verwendung von Mini-Apfelbäumchen Maloney in Ihrem Garten. Wie immer diskutieren Sie mit, teilen Sie Ihre Ideen mit, teilen Sie Ihre abweichenden Ideen mit. Das ist noch interessanter, dann gibt es Diskussionen. Und glauben Sie nicht alles, was ich Ihnen erzähle, und gärten Sie weiter.